Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Willkommen zur 233. Montagsdemo. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Vernunft und Kopfbahnhof, für den 5. August 2014 hatten die Herren Grube, Käfer und Dietrich der Medienwelt, damit natürlich auch dem ganzen Rest der Welt, ganz großes Kino in Aussicht gestellt. Nämlich den jetzt, aber wirklich und absolut unumkehrbaren Stuttgart 21 Baubeginn in dieser Wüste, die einmal der mittlere Schlossgarten war, in der Baugrube 16. Dass es die Baugrube 16 ist, dass es die Baugrube 16 ist, liebe Freundinnen und Freunde, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Warum? Weil mit der Baugrube 16 inzwischen zum 16. Mal von der Bahn und ihren politischen Grubengräbern ein Hype inszeniert worden ist. Ein Hype um ein weiteres potemkinsches Baufortschrittsdorf, mit dem über die grundlegenden, nicht reparierbaren Mängel dieses Tiefbahnhofprojekts hinweggetäuscht werden soll. Unumkehrbarer Baubeginn, das wurde schon getönt 2007, als im Juli 2007 das Memorandum of Understanding von all diesen Herren, die heute entweder in Brüssel oder in Rente sind, unterzeichnet wurde und im April 2009 die Finanzierungsvereinbarung, als am 2. Februar 2010 ein Prellbock angehoben wurde und als im August 2010, als der Nordflügel und am 1. Oktober 2010, am Tag nach dem Schwarzen Donnerstag, als die ersten der großartigen Schlossgartenbäume für das Grundwassermanagement platt gemacht worden sind. Wir alle haben unumkehrbar gehört von Heiner Geißler im November 2010 bei der sogenannten Schlichtung, dann wieder beim Stresstest, der nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte, und 2011 wieder nach der Volksabstimmung. Und ab dem 30. Januar 2012 wurde der Südflügel und in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar der mittlere Schlossgarten zerstört. Dieser perverse Fortschrittsbegriff wurde unübersehbar und das Projekt schon wieder für unumkehrbar erklärt. Genau wie beim Filterdialog 2012 im Juli das nächste Mal, bei dem das tatsächliche Ergebnis der sogenannten Bürgerbeteiligung am Tag nach Abschluss gleich wieder kassiert wurde. Am 4. Dezember 2013 dann wurde in Wangen unumkehrbar ein Tunnel begonnen, der in Wahrheit nichts anderes als eine Grube ist. Und am 10. Juli wurde in Möhringen in Anwesenheit zahlreicher prominenter Herrenknechte eine Tunnelbohrmaschine getauft. Und die gewünschte Doppelseite in den Stuttgarter Zeitungen hat an der Öffentlichkeit scheinbar unumkehrbaren Baufortschritt dokumentiert. Seit mittlerweile 7 Jahren wird dieses Baufortschritts- und Unumkehrbarkeitsmantra unablässig wiederholt. Es wird wieder besseres Wissen wiederholt, vor allem um der Öffentlichkeit zu suggerieren, dass jeder Widerstand der Stuttgarter Protestbewegung zwecklos sei. Wir wissen, dass die Fakten anders aussehen. Wir wissen, dass die Fakten anders aussehen. Und wir wissen aber auch, dass das alles nicht ganz ohne Wirkung bleibt. Wir wissen, dass auch früher aktive Mitstreiterinnen zu Hause bleiben, weil sie momentan keine greifbare Chance sehen, den Wahnsinn zu stoppen. Und der Ministerpräsident
und auch der Oberbürgermeister beteiligen sich daran ja inzwischen mit eigenen grünen Entmutigungsmantras, Marke der Käse ist Gäse. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir wissen aber umgekehrt genauso, das alles heißt nicht, dass die große Mehrheit der Stuttgarter das Projekt inzwischen begrüßt und haben will. Das hat zuletzt ja auch die Bürgerumfrage der Stadt Stuttgart bestätigt. Aber trotz der Macht dieser Unumkehrbarkeitsinszenierungen, jeden Montag auf die Straße zu gehen und auch dazwischen noch aktiv zu sein, über viele Jahre lang, das übersteigt die psychischen Kräfte und Möglichkeiten der allermeisten Menschen. Um wieder auf die Straße zu uns zu kommen, braucht es für sie mehr als die projektkritische Grundhaltung, die sie ja haben. Sie werden wieder zu uns stoßen, liebe Freundinnen und Freunde, und unsere Mobilisierungen anwachsen lassen, wenn äußere, elektrisierende Signale den Energieschub geben, der dafür nötig ist, wie damals 2009, 2010 und 2011. Und diese Situationen, liebe Freundinnen und Freunde, die werden unvermeidlich kommen. Darüber kann kein Hype um Potemkinsche Baufortschrittsdörfer hinwegtäuschen. Ungewollt, ihr habt alle das Gesicht des Herrn Dietrich in Erinnerung, in der Tagesschau vergangene Woche. Und ungewollt bestätigt das sogar ein Herr Dietrich, als er die erst groß angekündigte Grube 16 Show versucht hatte, deutlich niederzuhängen als bei der Ankündigung. Und die Herrschaften, an denen ja jede öffentliche Kritik abperlt, sind sich offenbar doch nicht so sicher, dass ihre Stuttgarter sich auf Dauer alles bieten lassen werden. Deshalb versuchen sie intensiv mit sogenannter Bürgerbeteiligung für die Gleisvorfeldbebauung das Murks-Projekt mit Themen in Verbindung zu bringen, die sie für positiv besetzbar halten. Die vor kurzem gestartete Kampagne für eine internationale Bauausstellung in Stuttgart vom Haus- und Grundbesitzerverein, von der Immobilienwirtschaft und etlichen prominenten Stuttgart 21 Unterstützern, deren Gesichter ihr zum Teil im Bahnhofsturm sehen könnt, geht genau in dieselbe Richtung. Wir wissen, bis heute gibt es kein genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept. Schon im April hätte die Bahn im Umwelt- und Technikausschuss präsentieren sollen. Inzwischen ist aber von 2015 die Rede. Noch nicht einmal die nachträglich ausgedachten Entfluchtungstürme von den Bahnsteigen sind genehmigt. Und bis heute gibt es kein machbares Konzept für die Verlegung des nächsten Bachdügers. Und ohne Verlegung des Dügers keinen Tiefbahnhof. Da kann die Bahn außer Grube 16 noch so viele Gruben ausheben. Der Bauabschnitt Güterbahnhof mit allen Fallstricken muss ab September erst einmal in die öffentliche Anhörung und ist so wenig genehmigt wie die doppelte Grundwasserentnahme fürs Grundwassermanagement. Und war da nicht noch was mit dem Bundesrechnungshof? War da nicht eine Kostenüberprüfung bis Ende des letzten Jahres angesagt? Müsste der nicht schon seit Januar 2014 vorliegen? Warum tut er das denn nicht? Ist er vielleicht unter Verschluss? Auch mit den für die Mineralquellen hochriskanten Gründungsbauplänen für den Tunnelbahnhof wird sich der Gemeinderat wieder beschäftigen müssen, genau wie mit dem Rostwasser. Dazu hat unsere Fraktion ja mehrere Anträge gestellt. Und das sind nur einige der Probleme, die, verzeiht mir das grausame Bild, vergleichbar sind mit Tretminen, die jeden Schritt beim sogenannten Baufortschritt begleiten. Jeder Schritt wird die heute noch so selbstbewusst erscheinenden Projektunterstützer in allergrößte Bedrängnis bringen. Und da können wir zuversichtlich sein, dass diese elektrisierenden Energieschübe wieder entstehen, die Menschen brauchen, um wieder zu uns zu stoßen, zu unseren Aktionen, zu unseren Demonstrationen.
denn unsere Bewegung braucht es. Unsere Präsenz auf den Straßen mit vielen verschiedenen Formen des Widerstands ist sie unentbehrlich, um der Kritik am Stuttgart 21 Murks den Kristallisationspunkt zu geben, an dem sich auch Neues entwickeln kann. Allein das am vergangenen Dienstagvormittag in der Ferienzeit 700 Demonstrantinnen und Demonstranten am Bahnhof ihre Ablehnung des Murks-Projekts zum Ausdruck gebracht haben. Plus den ganzen Tag über Aktionen zivilen Ungehorsams bis in den Abend. Das alles, liebe Freundinnen und Freunde, zeigt, dass sich Bahn- und Tunnelparteien zu früh gefreut haben. Unsere Protestbewegung ist und bleibt der Faktor, der Ihnen in Zukunft noch allerhand Schwierigkeiten bereiten wird. Und das gilt auch für die Stadtverwaltung. Diese Stadtverwaltung muss der Bahn auf die Finger schauen und hauen, statt mit Sondergenehmigungen hier am Nordbahnhof ständig neue Zumutungen der Bahn für die Bürger zu decken. Ausnahmezustand, wohin man schaut. Und statt endlich mal Stopp zu sagen, werden sämtliche Augen zugedrückt. Aber gerade Fritz Kuhn wurde nicht an die Verwaltungsspitze gewählt, um sich wegzuducken, sondern um genau hinzuschauen. Bei seiner Amtseinführung sagte Fritz Kuhn wörtlich: Ich habe im Wahlkampf versprochen, dass ich als OB im Rahmen des Rechts für Transparenz sorgen werde und auch der Bahn, wenn es notwendig ist, auf die Finger schauen werde. Auch Fritz Kuhn weiter aus seiner Einstiegsrede im Gemeinderat: Auch brauche ich kein Kommunikationsbüro, das nicht mit Kommunikation und Aufklärung, sondern eher mit Desinformation arbeitet. Davon ist leider nicht mehr viel zu merken, von diesen hohen Ansprüchen, die Fritz Kuhn für sich selber bei Amtsantritt formuliert hat. Seither findet Kapitulation in Raten statt. Inzwischen feuert er auch Tunnelanstiche mit. Und das Amt bleibt immerhin das offizielle Organ der Stadt Stuttgart, gibt 1:1 die schöne Welt der Stuttgart 21 Propaganda wieder. Von kritischer Begleitung setzt davon also keine Spur. Selbst diese kritische Begleitung zum Schutz der Stuttgarter, selbst dafür müssen wir hier alle zusammen Druck aufbauen. Stuttgart 21 ist nicht unumkehrbar, es ist auch nicht durch kritische Begleitung reformierbar. Selbst dafür braucht es unsere Bewegung also. Und darüber hinaus, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, darüber hinaus hören wir nicht auf zu fordern, dass Stuttgart 21 beendet wird, dass der Ausstieg geplant wird. Denn wer das viel zitierte Wohl dieser Stadt im Mund führt, der muss auch den Ausstieg planen. Ich darf an dieser Stelle die Spaziergänger vom Kernerviertel begrüßen, die wieder da sind. Die Radler dürfen auch zu inzwischen gekommen sein, wenn ich mich nicht täusche. Und ich bitte jetzt nochmal Gerd Schinkel auf die Bühne, der uns nochmal ermutigende Lieder singen wird. Und danach kommt Wolfgang Sternstein mit einem Rückblick auf unsere Aktionen vom vergangenen Dienstag.